Liebe Froni, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Duck von Heidmark. Duck vom Stamm der Hede. Und ihr werdet euch erinnern, am Ende der letzten Staffel waren es vor allem zwei Themen, die uns beschäftigt haben. Das eine ist, dass es einen neuen König von Ostlanne gibt, nämlich Helgi. Ja, dem unser Duck erstmal relativ skeptisch gegenüberstand, skeptisch abwartend, aber dennoch loyal. Ist mit ihm auch jetzt in diesen Krieg gezogen gegen Nidaros. Und wie es den Anschein hat, erweist es sich als durchaus klug, weise und weitsichtig, denn dieser Krieg scheint gewinnbar zu sein. Hier muss nur noch die Hauptstadt zurückerobert werden. Wir belagern hier gerade Jämterland. Und wenn das alles gelingt, dann wird Nidaros komplett unterworfen. Und das heißt, es wird Teil von Ostlanne. Und damit wird das hier schon ein großes, mächtiges Reich. Das Königreich von Norwegen ist damit sogar schon in Reichweite. Und wenn das wirklich alles so kommt, dann übertrifft er sogar König Schönhaar und dann gibt es keinen Grund mehr, irgendwie Zweifel an ihm zu haben. So würde ich das jetzt zusammenfassen, den Stand der Dinge. Das zweite ist diese ganze Affäre mit dem König Svifjord und unserer Tochter. Folgendes ist passiert, der König Svifjord hat hier ja sein Reich extrem erweitert, möchte schwedischer König werden und hat nun den estnischen und karelischen Großhäuptling Agul von Estland angegriffen. So sieht er aus. Hier haben wir ihn. Und dieser Mann wiederum hat, ihm ist es gelungen, hier die Haupthalle des Königs dort zu erobern und hat dort unsere Tochter, die Königin, entführt und in ein Konkubinat gezwungen. Sie zu seiner Geliebten gewissermaßen gemacht und Sklavin, so muss man es schon bezeichnen. Eine wirkliche Schmach für uns und eigentlich auch für den König Svifjord. Jetzt gab es so durchaus eine Diskussion, inwieweit, dass man ihm die Schuld dafür geben kann, für dieses Handeln. Und man muss schon sagen, er hat im Prinzip erstmal das Richtige gemacht, dass er sie zurückgelassen hat im Schutze der Haupthalle. Aber was er versäumt hat, ist eben das so zu sichern, dass nicht die Armee hier, die estnische Armee dorthin marschieren konnte und auch noch die Belagerung erfolgreich kämpfen konnte. Da hätte er seine abbrechen müssen, das muss man einfach so sagen. Nun gut, jetzt ist es ein bisschen zu spät, jetzt zieht er ihm hier entgegen. Das ist seine Verantwortung. Wie gehen wir jetzt damit um? Auf jeden Fall müssen wir natürlich, koste es, was es wolle, unsere Tochter irgendwie befreien. Es gibt dort auch diesen Kriegsgrund, Konkubine befreien, glaube ich, neuerdings. Können wir allerdings im Moment sowieso nicht anwenden, weil wir im Krieg mit dem sind. Also geht das nicht. Und wenn der Krieg zu Ende ist, dann haben wir einen Friedensvertrag. Da weiß ich auch nicht, inwieweit das gehen wird oder mit welchem Prestigeverlust das verbunden ist. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bleibt es unser Ziel, dass wir sie dort befreien, koste es, was es wolle, beziehungsweise auch wenn es ewig dauert. Das wird das Ziel sein. Wir brauchen bloß die 500 Prestige, um die 2500 Kämpfer zu rekrutieren. Insofern ist ein Bruch eines Waffenstillstands schwierig, wenn wir dann den Krieg nicht führen können. So, das ist das eine. Wie gehen wir jetzt hier mit dem König von König Svifjord um? Den König von Svifjord? Also ich würde mal sagen, wenn die Sache nicht innerhalb eines Jahres geklärt werden kann mit Ingebjörg, dass wir sie befreien können, und er gleichzeitig sich nicht neu verheiratet, würden wir das als Treue und seinerseits ansehen und dann eine unserer anderen Töchter mit ihm verheiraten, um dieses Bündnis wieder zu erneuern. Ich denke, das ist ein guter Zug. Wir wollen natürlich dann Ingebjörg trotzdem befreien, aber die hat dann halt Pech gehabt, wird dann nicht mehr Königin von vielleicht Schweden. So, das ist sozusagen der große Plan erstmal. Und bevor wir aber jetzt weitermachen, müssen wir uns um eine wichtige Sache kümmern, die jetzt ein bisschen Zeit kosten wird, weil wir haben so eine Art Heiratsstau, muss man mal so sagen. Wir haben viele erwachsene Kinder inzwischen und die müssen wir irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Und da gibt es einige interessante Möglichkeiten. So, und dann, um das jetzt zu entscheiden, müssen wir jetzt mal, wie soll ich sagen, noch eine andere Sache beleuchten. Nämlich, wie sieht es eigentlich hier in Ostlanne aus mit der Erbfolge? Das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Das ist nämlich ganz interessant. Hier, genau. Erbschaft Ostlanne. Da gibt es nämlich, das Lager ist gewissermaßen gespalten. Ich glaube, leider sieht man nicht, wer wen unterstützt. Aber ihr seht es gibt zwei Linien. Es gibt die Linie, vertreten durch Starkarth. Das ist die alte Linie der Inglings. Starkarth selbst ist nämlich Sohn von Harald Schönhaar. Der wird im Moment von 5 Leuten unterstützt.
Und dann gibt es eben die Dufflin-Linie, so sage ich jetzt mal, die irische Linie. Karl von Dufflin, 37, auch ein ziemlich guter Mann dort, guter König. Und der wird von 4 anderen unterstützt. Insofern ist die Sache so ein bisschen gespalten im Moment im Reich. Wir haben uns noch nicht entschieden, muss man dazu sagen. Aber ich denke, was jetzt die Optionen betrifft, ist, glaube ich, unser Dark jemand, der beides sich so offen hält. Und deswegen werden wir mal Folgendes tun. Wir werden mit beiden Linien unsere Töchter verheiraten. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Zumal dieser Starkhaft mit 14 hier Häuptling von Westfold auch einen ganz guten Eindruck macht. Und er hat einen Anspruch auf ganz Ostlanne. Das ist ja durchaus auch interessant. Also ich denke, wir werden jetzt mal ein Verlöbnis arrangieren zwischen ihm und, ja, ich denke mal vielleicht unserer jüngsten Tochter. Obwohl, das nimmt sich alles nicht viel. Wobei, wir könnten die 14-Jährige dafür verwenden. Malmfried. Ja, ich denke, das passt ganz gut. Er ist ja auch 14. Dann ist das soweit in Ordnung. Versuchen wir das mal. Das ist auch relativ prestigereich. Matrilinear geht natürlich nicht. Aber senden wir erstmal diese Anfrage. Okay, das ist Nummer 1. Das zweite ist, wir werden uns gleich mal verbinden mit diesem... Nein, jetzt habe ich jetzt wieder falsch aufgeschlagen. So, mit diesem zweiten Haus. Der Karl von Dufflin hat natürlich auch einen Sohn, Olaf, einen Nachfolger. Der ist 7. Und hier können wir ebenfalls ein Verlöbnis arrangieren. Vielleicht mit Rönnfried, der 8-Jährigen. Ja. Und dann wird Gurli oder Asa kommen dann in den Genuss, vielleicht mit hier den Svifjords zu heiraten, wenn die Schwester nicht rechtzeitig befreit ist. Also nehmen wir Rönnfried. So heißt sie, glaube ich. So, 8-jährig. Und versuchen dort eine Verlobung hinzubekommen. Nein. Okay. Wünscht einen besseren Nicht-Angriffspakt. Okay, das scheint nicht möglich zu sein. Dann müssen wir doch eine ältere Tochter dafür in Betracht ziehen. Gunhild. Vermutlich. Das wird akzeptiert. Okay, dann sollten wir das, denke ich, auch tun. Also Gunhild wird hier verlobt. Okay, das ist die Geschichte. Jetzt kommen wir zu unseren Söhnen, was natürlich was noch wichtiger ist. Wir haben einmal Eirik. Eirik ist unser Haupterbe oder unser erster Sohn, unser erster Erbe. Und der ist derzeit in der Varegergarde, kann aber trotzdem verheiratet werden. Und da habe ich mir folgende Dame ausgesucht, nämlich, obwohl, da müssen wir mal gucken, wie wir das, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet werden kann. Es gibt hier eine interessante Asa. Das ist die Tochter von Harald Schönhaar. Die ist in Vormundschaft von König Helgi jetzt. Und das ist eigentlich eine wirklich gute Partie. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Nee, ich sehe gerade, wir können die nicht mit unserem Ältesten verloben. Dann werden wir sie mit Rolf verloben, denke ich. Okay. Gut. Dann machen wir das so. Das ist, denke ich, eine durchaus gute Partie. Was machen wir denn mit unserem Ältesten? Also muss ich nochmal gucken, ob ich da was machen kann. Ich kann aber hier Heirat arrangieren. Das geht schon. Aber das ist halt nur Leute, die bei mir am Hof sind. Okay, das ist blöd. Das ist blöd. Wir werden ihm dann erstmal so als kleinen Ausgleich eine Konkubine anbieten. Vielleicht eine aus unseren Gefangenen. Das ist doch ganz gut. Hier die 17-jährige Pyra. Da freut er sich vielleicht in der Ferne. Wir schicken sie ihm nach. So, und dann haben wir noch natürlich einen weiteren Sohn. Jetzt bin ich aber falsch. Hier muss ich hin. Und das ist Halsten. Und für Halsten habe ich mir Ingrid ausgesucht. Jetzt muss ich bloß Ingrid mal finden. Hier, ne, Ingwild. Ingwild Helgesdottir. Dottir, die Tochter des Königs. Ich denke, das ist auch eine gute Partie. Verlöbnis arrangieren. Und die werden wir dann für Halsten hier verwenden. So, das sind jetzt, glaube ich, alle Partien, die ich hier erledigen wollte. Bin mal gespannt, ob das alles so hinhaut. Auf jeden Fall sind das jetzt ganz, ganz vermutlich interessante Verquickungen, die es jetzt gibt. Und die bestimmt auf Dauer hier einiges durcheinander wirbeln werden oder reichen werden oder Konsequenzen haben werden. Na, mal sehen.
So, ach so, eines habe ich noch vergessen. Wir können eine vielleicht etwas hilflose Aktion machen, unternehmen. Wir können nämlich versuchen, diesen Entführer, den können wir versuchen zu ermorden. Das ist das Einzige, dass wir da jemanden hinschicken vielleicht. Großhäuptling Agul, versuchen wir mal zu ermorden. Das ist ehrlich gesagt nicht so von besonderem Erfolg. Möglicherweise, obwohl, ich schau mal. Ingibjörg. Ach so, wir können unsere Tochter dafür motivieren. Das ist hervorragend. Ach so, müssen wir sie natürlich auch mal fragen. Beziehungsweise, das passiert ja automatisch. Ja, unsere Tochter kann das natürlich arrangieren. Das ist ja wirklich eine gute Idee. Und wir könnten vielleicht auch ein bisschen Geld einsetzen. Wenn ich sehe, der scheint nicht sehr beliebt zu sein. 26%. Das ist seine Frau. Amoralisch ist sie. Okay. Was müssen wir denn für ein Geschenk schicken? Im Wert von 15. Das würde die Meinung um 44 erhöhen. Das ist ja der Hammer. Ich denke, das ist es uns wert. Werden wir gleich mal machen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was das für Konsequenzen hat. Scheint offenbar noch nicht ganz gereicht zu haben, oder? So, erstmal gibt es hier die Sache mit Olaf und Gunhild. Die ist geklärt. Der Sohn von Karl von Düfflin, der hat zugestimmt. So, was ist jetzt noch? Dann haben wir Ingwild und Halsten. Das hat auch geklappt. Das war der Vormund, der sich da gemeldet hat. Und wir haben wieder mittlere Stammesorganisation. Okay. So. Okay. Malmfried und Starkarth. Das ist auch durchgesetzt. Und Asa und Rolf. Asa Haraldsdottir. Auch das ist durch. So. Und jetzt wollen wir nochmal fragen. Eigentlich müsste sich das doch jetzt so weit verbessert haben. Die Beziehungen sind gut. Verschwörung. Ach so, die ist schon drin, oder? Wir haben es ja automatisch gemacht. Tatsächlich, sie ist jetzt mit dabei. Und das heißt, wir haben jetzt 94%. Also mit ein bisschen Glück kann das sogar schon was werden. Ja, wunderbar. Das wäre doch ein Weg. So, Eirik soll heiraten. Ja, aber ich will ihn nicht heiraten mit irgendwie so einer Hofschranze. Das möchte ich nicht. Müssen wir einfach. Er ist ja auch bei der Varegergarde, gerade. Müssen wir einfach noch ein bisschen warten. So, Pyra. Konkubine, okay, da hat sich Eirik gefreut. Eigentlich könnten wir das auch mit unseren ganzen anderen Söhnen machen. Dann könnten wir unsere gefangenen Konkubinen noch an die Hand geben. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Machen wir das mal bei Halsten auch. Konkubine anbieten. Mal gucken, wen wir da noch zur Verfügung haben. Aus dem Kerker Sigrid. Hier wird jeder anders behandelt. Allerdings gab es natürlich den Einwand, dass aufgrund der Tatsache, dass unsere Tochter auf diese Art und Weise auch zur Konkubine wurde, wir möglicherweise zurückhaltender sind in diesem Punkt. Aber ich denke, für uns ist unsere Tochter doch eine ganz andere Dimension. Sie war verheiratet, sie war gewissermaßen eine Königin, als hier irgendwelche Gefangenen. Die sind ja nicht wirklich wichtig, oder? So, was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte hier unserem Halsen, ne, unserem Rolf auch noch eine Konkubine gönnen. Rikissa. Okay. Und dann haben wir jetzt diverse weitere Gefangene. Da werde ich, denke ich mal, die wir freikaufen lassen können, können wir freikaufen lassen. Edler. Ja. Tore, zieht da irgendwas in Betracht? Müssen wir einen Augenblick warten. Okay, Andak mögt in Harmonie leben. Sie willig ein. Dann sende ich das nächste Angebot. Und wir werden jetzt hier mal weiterziehen. Wo zieht er hin? Dorthin. Wollen wir die Armee besiegen oder einfach hier weiter erobern? Wir sind bei 29%. Ich denke mal, wir belagern jetzt hier mal einfach weiter. Das ist das Beste, denke ich, für den Krieg. So, Lösegeld wurde auch gezahlt. Ja, sehr schön. Rikissa. Okay, die sind am Hof eingetreten. Wir müssen nochmal mit den Rest der Gefangenen. Das ist dieser alte Krieg dort. Ich glaube, da haben wir jetzt kein Problem mehr. Nächstes Lösegeld. Die anderen lassen wir einfach frei, wenn die raus ist. Okay.
Die werden wir komplett aus den Kerkern freilassen. Alles irgendwelche jungen Mädchen. Ich denke, das hat auch nichts mit Grausamkeit zu tun, dass wir die da jetzt irgendwie quälen. So ein grausamer Herrscher sind wir nicht. So, Helge Ingling ist jetzt als der Schlechter bekannt. Oha, was hat der denn bitte gemacht? Der Schlechter? Hm, okay. Mein Fürst, es scheint, dass Großhäuptling Argul von Estland endlich aus dem Versteck kommen will, da er nicht mehr derart um sein Leben fürchten muss. Jetzt wäre ein guter Augenblick, um zuzuschlagen. Sehr gut. Das sehe ich auch so. Ach so, hier wird zurückerobert. Hm. Das schaffen die sogar. Dann lasst uns lieber diese Schlacht führen. Und irgendjemand ist gestorben von unseren Offaig. Warum ist Offaig nicht mehr Kanzler? Ist der Tod? Oh, unser alter Kanzler ist gestorben. Und das ist insofern ein Problem, weil wir, glaube ich, keinen guten Mann als Ersatz dafür haben. Schaut mal, das ist ein bisschen traurig. Haben wir möglicherweise jemanden anderen, einen Kämmerer, den wir dafür verwenden können? Der Hofspitzel ist auch nicht wirklich geeignet. Auch der Seher nicht. Okay, das ist eine schwierige Position. Anund, ein Höfling, klumpfüßig, ein Verwalter. Das würde schon ganz gut passen. Fleißig, ehrlich, gierig. Okay, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Oder Rolf. Ne, ich denke, wir nehmen dann Anund und er wird dann erstmal Staatskunst verrichten. Das ist, glaube ich, auch das Richtige. So, hier wird eine Schlacht geschlagen. Ist vielleicht ein bisschen optimistisch, was wir machen, sehe ich gerade. 923 gegen 1200. Oh, aber hier kommt unser König. Okay, wir schlagen zusammen diese Schlacht. Sehr gut. Im Vollrausch ließ Ingibjörg. Ingibjörg ist doch die. Ach ja. In einer hiesigen Schenke jedermann von meiner Verschwörung um Großhäuptling Argul von Estland wissen. Ich hätte diese versoffene Quasselstrippe niemals in eine derart delikate Verschwörung einweihen sollen. Oh Gott, unsere Tochter. Wieso ist sie denn versoffen? Die ist stolz, keusch, gebildet, fleißig und willkürlich. Wie kann man das denn bitte ahnen? Mein Ruf ist ruiniert. Die Verschwörung wird aufgedeckt. Was heißt das jetzt, die Verschwörung wird aufgedeckt? Das heißt jetzt, unsere Beziehung ist schlechter geworden. Oder wie kann ich das verstehen? Hm, die Schlacht beginnt. Ich hoffe, unser König ist bald da. Sonst könnte das ein bisschen schwierig werden. Ja. Okay. Der Sieg ist unser. Wenige Verluste auf unserer Seite. Und dann werden wir hier weiter belagern. Und jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz gucken bei der Verschwörung. Ist immer noch 94,3. Also ich glaube, die Aufdeckung bezieht sich dann nur auf die Beziehung. Und das ist kein Problem. Was ist das denn? Der Ferdinandspakt mit Mereda, der zweite Ratter vom Ratterkönigreich Maharaja? Was willst du mir damit sagen? Als Pop-up-Fenster. Oh Gott. Keine Ahnung. Warum uns das mitgeteilt wird. So. König Hüsing von Zwifjord hat die Ländereien von Celle geerbt. Okay. Das hatte er erobert und da hat er irgendjemand eingesetzt. Gnubar, das Kind der Wildnis. Interessant. Und der ist wiederum jetzt gestorben. Das heißt, das ist Teil des Zwifjord-Reiches jetzt geworden. So, da sind 300. Oh, verdammt. Da müssen wir leider mal hin. Das dürfen wir nicht zulassen, dass die uns dort... Ja, leider hauen sie jetzt schon wieder ab. Das ist ärgerlich. Zelle, Armbjörn von Zelle geerbt. Wieso kann man das zweimal erben? Ich weiß nicht. Vielleicht war das noch irgendeine kleine Domäne darunter. Bündnis schmieden. Starkarth Ingling möchte ein Bündnis schmieden. Ich würde mal sagen, das lehnen wir erstmal ab. Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Das ist ja in gewisser Weise der Konkurrent aus diesem irischen Haus. Deswegen warten wir das mal ab. Nicht, dass wir dann irgendwelche Kriege da reingezogen werden, die uns nicht richtig passen. So, hier sind sie uns leider ausgewichen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Also, Ingibjörg hat eine Giftschlange besorgt und lässt uns wissen, dass sie bald ihre Giftzähne
in Großhäuptling Agul hineinbohren wird. Unsere Tochter macht da eine gute Arbeit, würde ich sagen. Ingebjörg, okay, richtet das Ding nicht so auf mich. Ja, wir sind gar nicht so eng mit ihrem Kontakt, aber egal. Ich hoffe, das wird dann was. So, ja, hervorragend. Hört es euch an. Großhäuptling Agul von Estland ist im Alter von 19 gestorben. Die Schlange hat ihre Pflicht vorbildlich erledigt und Großhäuptling Agul mit tödlichem Gift vollgepumpt. Sie glitt in die Nacht und nun sind die Wachen zu beschäftigt damit, eine Reihe tödlicher Schlangenangriffe aufzuklären, um nach den Schuldigen zu suchen. Ich könnte diese Schlange küssen. Naja, vielleicht doch nicht. Okay, und das Witzige ist, das haben wir ja sozusagen mit Unterstützung seiner Frau hinbekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach unzufrieden war, dass es jetzt so eine Konkubine gibt, eine andere Frau an der Seite ihres Mannes, die dann auch noch aus so einem großartigen Hause kommt, von weit her. So, was ist denn jetzt eigentlich mit unserer Tochter? Ist sie jetzt wieder zurück? Wo ist Ingebjörg? Noch ist sie da. An den Hof einladen? Nein. Höherer Rang? Was ist denn ihr Rang, bitte? Ha. Also ein Waffenschmied wurde gerade gebaut, aber wieso kriegen wir bitte unsere Tochter nicht zurück? Höherer Rang. Sie hat da überhaupt keinen Rang. Was soll denn das? Jelenica ist der neue Großhäuptling Kosk von Estland. Na toll. Also wenn die jetzt hier nicht zurückkehren will, dann bin ich ja echt frustriert. Was hat die sich denn jetzt gedacht? Da ermordet sie jetzt ihren Entführer und bleibt dann dort vor Ort? Das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Okay, Leute. Ich kann immer spaßenshalber gucken, wem wir ihm jetzt hier... Nein, er hat geheiratet! Dora von Swiftjord. Das kann nicht wahr sein. Damit ist die Sache erledigt. Boah, also wirklich, jetzt ist das aber wirklich hier, die Beziehung gebrochen. Das war's mit König Hiesing für uns. Also, dass er so schnell unsere Tochter hier fallen gelassen hat, wo sie sich jetzt doch selbst so gut geholfen hat, das darf doch nicht wahr sein. Na gut. Mal gucken, ob die Tochter irgendwann noch zurückkehrt. Aber die Sache mit Swiftjord, tja, die ist jetzt vorbei. Definitiv. Er hat seine Wahl getroffen. Er hat eine Frau aus dem... Oh Gott, auch das noch. Niedrige Geburt. Oh Mann, wie kann man nur so tief sinken? Ich bin enttäuscht von König Hiesing von Swiftjord. Gut, wir beenden das an dieser Stelle. Mal sehen, wie es weitergeht. Ein Grund mehr, zu unserem König zu halten, damit unser Reich hier groß wird und wir ein Gegengewicht bilden können gegen diesen Swiftjord, diesen untreuen Mann dort im Osten. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.